Ja, Leute, herzlich willkommen zurück zu neuen Mein Part zur PC-Bildung Simulator. Also, erstmal bestellen wir für den. Was sagt er? Okay. Wir verbauen ein i5 9600K mal. Denn weil aktuell haben wir ja noch noch kein Auftrag für 3D-Mark. So ist das, was ich gerade ganz noch gesucht habe. Also, jetzt öffnen wir dieses Programm hier. Wir merken uns, die dürfen wir noch nicht verwenden. Heißt, die hier auch noch nicht, aber wenn wir das Gehäuse mal freischalten. Dann haben wir es ja da. Ach komm, wir bestellen zwei. Falls wir das Gold selber noch bekommen sollten, dass wir den umbauen können. Also, eine AIO will er haben. Okay, und dann nehmen wir zweimal eine GTX 1080. Oder? RTX. Nein, 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 ich will ja eine 2080 mal verwenden. Zwei. Passt. Da gucken wir gleich mal. Ah, und jetzt kommen wir zu dem Spiel. Da. In Mindestanforderung. Also, wir bauen den PC heute mal mit dem iPhone. 5 9000. Moment mal. Nee, wisst ihr was? Wir bauen mal daraus mal eine High-End-Plattform. Wer es wissen will. Das heißt, wir brauchen X299. Dann nehmen wir dieses Mainboard hier. Um 4 GB RAM machen wir 2 als Grafikkarte der RTX 2080 in sagen wir mal in okay dann nehmen wir mal die Aorus oder nehmen wir die Founders Edition kommen wir nehmen noch mal die Founders Edition. Verwenden hier eine M2 SSD mal. Also so eine hier. Mit einem Terabyte. Aber wir sehen hier. Nein. Ach komm, wisst ihr was? Wir vergessen, wie ich das vorher überlegt habe. Denn ich glaube, doch ein RAM-Riegel muss raus. So. Mal gucken,
wie der PC am Ende wird. Okay, passt. Theoretisch gesehen her könnten wir wirklich in dem Part schon ein Level abbekommen. Da. Also, als CPU nehmen wir hier die 9600K. Ah, ich hätte noch RAM da gehabt, sogar. So. Okay, machst du mir ganz kurz einmal was merken? Und jetzt bauen wir dieses High-End-System mal. Er? Hat er nicht gesagt gehabt? Hat er gesagt gehabt, ob er Intel oder AMD wollte? Ups. Ich seh noch mal nach. Nein! Müssen wir ablehnen. Das können wir machen. Das können wir machen. Das können wir machen. Von MSI. Ah, okay. Egal. Jetzt haben wir die Teile hier. Jetzt haben wir die CPU da drinnen in dem Sockel. So. Der kann hochgefahren werden, der kann hochfahren. Okay, der PC ist fertig. Und man sieht hier, der PC, sag ich sag, der kann's, der hat es auch ganz gut geschafft. Da. Ich kann mir vorstellen, dass das der Prozessor sein kann. Ja. Und man sieht hier auch, der PC geht auch. Was für ein Prozessor ist das denn? Ein 9600K Alpha. Alpha 9000 da. Zack,
Tag. So, wie man sehen kann, haben wir es geschafft. Ja, sag es ja, in dem Part haben wir das Level abgeschafft. Und man sieht hier mit Level 27, was wir dann freischalten. Die 20 Atzig TI. So, den PC konfigurieren wir extra mal mit 4 GHz, was ja Leistung ohne Ende hat. Also, warum, wenn wir immer noch die 1080 Ti, ich kann euch sagen, warum. Ich habe immer noch nicht mal offscreen getestet, ob das auch mit der 2080 reicht. Weil mit der 2080 Ti, ja. Da. Weil das kann man machen. Das kann man machen. Da war es auch schon, wie wir es machen. Och. Wenn wir eine I.O. haben, okay. Darauf habe ich auch wieder nicht geachtet. Da. Moment, mir fällt ein. Dass wir auch hier noch nicht weiter Lüfter einbauen können. Als Grafikkarte nehmen wir die. CPU. Denn wir haben ja gesagt, ja, wir wollen Leistung haben mit dem System. Wobei wir das bei dem nicht, weil ich meine, die Leistung, wir erreichen die Punktzahl. Das ist ja. Okay, da haben wir schon mal ein Problem. Und wir haben zwei Probleme bei dem PC. Und das hat man gesehen, welche zwei. Meine, ich brauche eigentlich keinen 3D-Mark drüber laufen zu lassen. Weil ich weiß, dass wir. Diese zwei, weil wir die Punkte da schaffen mit ihm. Und noch die Festplatte ist ja auch hinüber. Okay.
Zack, und das ist eine GT 1030. Zack. Also als allererstes sieht man's. Staub reinigen. Aber da könnte aber auch noch Virus da drauf haben. Nein, das kann nicht sein. Was noch sein kann, ist, daran liegt es nicht. Hä? Da doch da nichts zugeschrieben. Ich glaube eher der Prozessorkühler. Man sieht hier, der Prozessorkühler ist schon mal nicht. Da vermute ich mal, dass er eine größere HDD will eher. Bauen wir mal eine größere HDD ein. Seht ihr's? Der Lüfter ist das. Ja, auch Mann. Wie hätte wir darauf so schnell kommen können? Man sieht 8704 Punkte, passt. Was passt an dem nicht? Ja, man sieht, dass er nichts angeht. Okay, dann brauchen wir wieder ein neues Mainboard. Also ich baue das Netzteil jetzt nochmal wieder ein. Ich sehe auch mal die HDD auch einmal ab, um zu sehen, ob die geht. Ja, man sieht hier, das meinte ich ja. Was ist mit Mainboard auch? TR4. Was der Kurs überlegen, wie der Sockel heißt. Bis es mir wieder eingefallen war, dass das TR4 war. Die Radeon muss jetzt wieder rein. Zack.
Das hoffe ich mal, dass der genau auf das System installiert ist. Ja. Also, okay, gut, passt. Und dann kann es noch ein Virus sein. Passt. Man sieht hier, jetzt haben wir noch mal neue Mainboards mal bekommen. So, dann war's das dann für den Part. So, dann, ciao. So.